Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder einen Vlog und zwar ein bisschen Essen, natürlich Gym wie immer und eine kleine Pool-Challenge gegen einen meiner Brüder. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, ich kann euch gut unterhalten. Falls ihr euch übrigens gefragt habt, was ich da auf der Nase, warum ich so rot bin, das wird einfach ein Monsterpickel. Keine Ahnung, bei mir ist die Nase immer so eine Stelle, da kommt immer ein Groß auf jeden Fall. Aber ist halt leider so. Ich habe jetzt mein Standardfrühstück vorbereitet und zwar einmal Topfen bzw. Quark mit Smacktastic Pfirsich, mit Stückchen sogar. Da kommt dann einfach ein bisschen Wasser dazu, umrühren und dann hat es so eine geile Konsistenz wie Joghurt. Und hier bei den Haferflocken Kiwi Schoko dazu. Wie gesagt, vorher zuerst einfach mit Kokosmilch aufkochen. Und dann ein bisschen stehen lassen, die Bananen dazu, dann zieht das auch ein bisschen Geschmack. Und dann wirklich nur, ist nicht mal ein halber Messlöffel von dem Kiwi Schoko, weil es ist echt ziemlich süß. Und hier gebe ich fast den ganzen rein. Da steht dabei, ca. für 300 Gramm ist ein ganzer gemacht, das sind jetzt 250, also eben nicht ein ganzer Löffel. Und dann schmeckt das schon, nachher wird dann noch ein bisschen gelernt. Und wir sehen uns dann wieder zur Nudelmahlzeit wieder. Das Essen ist angerichtet und zwar wie immer 300 Gramm Nudeln, 50 Gramm Tomatenpesto und eine ordentliche Portion Parmesan. Danach werde ich kurz die Pool-Challenge machen und dann geht's ab in die Oberkörper-Session. Steht heute an, ein bisschen Schrägbahn drücken, mal schauen. Ich glaube, heute sollten wieder neue PRs aufgestellt werden. Also bis gleich. Falls euch übrigens aufgefallen ist, dass die Qualität des Videos vielleicht etwas schlechter sein könnte, das liegt daran, weil ich heute mit einer anderen Kamera filme, also mit einer Ersatzkamera. Weil meine andere bei der Reparatur ist und noch ein bisschen braucht. Das heißt, die nächsten Videos werden vielleicht wahrscheinlich mit der sein. Ich schätze mal, es dauert so ein bis zwei Wochen. Das heißt, sie sollte hoffentlich bald wieder zurück sein oder ich bekomme eine neue, je nachdem, wie kaputt die Kamera eben ist. Es geht eben nur so, eben dieses Wi-Fi, also mit dem Handy verbinden, geht nicht wirklich. Deshalb habe ich das zur Reparatur gegeben, weil ich das eben brauche für meine Fotos, weil ich das meistens immer mit Selbstauslöser mache. Aber wie gesagt, heute filme ich dann eben mit der und vielleicht in den kommenden Videos auch. Ich hoffe, es ist nicht zu großer Unterschied und die Qualität ist trotzdem einigermaßen gut. Nachdem keiner meiner Brüder Bock hat, wird jetzt die Challenge mit Oskar gemacht, ehemaliger Ruderer. Das heißt, er sollte eigentlich gut tauchen können. Bin auf jeden Fall gespannt, ob ich gewinnen werde oder nicht. Und der Verlierer bekommt dann den Basketball auf den Rücken gefetzt, haben wir uns vorher überlegt, weil wir die Watsche ja schon letztes Mal mit meinem Bruder hatten. Also die Schelle für alle Deutschen. Deshalb gibt es jetzt den Basketball auf dem Rücken. Hoffentlich so fest wie möglich, soll auch ordentlich Spuren hinterlassen. Und wir machen mal Schere, Stein, Papier, wer beginnt, würde ich sagen. Auf eine Runde einfach, okay? Okay. Schere, Stein, Papier. Du beginnst. Das heißt, ich beginne, okay? Was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, was überhaupt die Challenge ist, und zwar, wer länger Luft anhalten kann. Ich habe gedacht, ist jetzt so fair, da geht es nicht um irgendwie körperliche Statur, sondern einfach, wie man am besten oder wer am längsten die Luft anhält. Das heißt, wir schauen, wer am längsten die Luft anhält. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin ja relativ massig und habe letztens schon bewiesen, dass ich nicht so lange die Luft anhalten kann. Aber mal schauen. Zehn Sekunden hat er. OMG. Er erstickt. Fünfunddreißig Sekunden sind schon vorbei. Fast eine Minute schon. Alter, ich weiß, das wird richtig knapp. Jetzt ist schon eine Minute geknackt. Schaffe ich niemals.
Oh shit. Genau 1,30. War ziemlich genau 1,30, shit. Bist du ready? Yes. Mentale Stärke. Wie beim Training. So, Lies hat gestartet. Eine kleine Kugel unter Wasser. Paul hat ca. 25 Kilo mehr als ich. Fuck, Mann, Alter. Ich schwöre, es war zu kalt. Ich muss nochmal versuchen. Bist du der, das war schlecht. Alter, ich schwöre, mich hat mit Uhr auf der Lunge gedrückt. Ja. Oder ja. Alter, ich versuche jetzt nochmal, es kann sich sein, dass nur eine halbe Minute. Ich höre, es hat so auf meine Lunge gedrückt, keine Ahnung wieso. Aber wenn ich jetzt nochmal so kurz schaffe, dann habe ich es auf jeden Fall verdient, richtig heftig abgefetzt zu werden. Also kurz Fokus und dann vielleicht schaffe ich es auch mal eine Minute. Ich meine, so gut. Nicht lachen unter Wasser, gell? So, der zweite Versuch. Paul hat ca. 25 Kilo mehr als ich, die er durch die Gegend schleppen muss. Also sollte er auch ein großes Lungenvolumen haben. Ich bin gespannt. Wir sind jetzt bei 20 Sekunden. Und das ist eine kompakte Bodybuilding-Kugel. So, wir sind jetzt bei 34. 35, 36. Ich glaube, dass es schon ein bisschen schwächelt. Ich glaube, dass er so bei 50 Sekunden es kaum noch aushält und so 55, 60 Sekunden wird er dann hochgehen. Okay, wir sind jetzt bei 52. Stopp. Oh ja. Alter, ich muss die ganze Zeit rülpsen. Oh shit. Also zweiter Durchgang war jetzt auch nicht viel besser, ein bisschen vielleicht. Aber jetzt habe ich es ordentlich verdient, schön abgeballert zu werden. Mit dem schönen Ball. Also, ich schätze mal, es könnte sogar mehr wehtun, weil ich jetzt noch nass bin. Also auf jeden Fall verdiente Strafe. Ja, kannst mit beiden so. Aber dann kriege ich ihn jetzt mal ab, okay? Okay. Ah. Aua, fuck, Mann. In den Nachbarsgarten. Oh. Not bad. Man sieht leider nur so. Weiß man, was sehen sollte. Ja, ist schon ein bisschen rot. So genau es hat jetzt tatsächlich weniger wehgetan, als ich mir erwartet habe eigentlich. Also wenn ihr bessere Bestrafung habt oder bessere Challenge, schreibt es gerne in die Kommentare. Gebt jetzt schon mal ein Like. Ich mache mich jetzt erstmal mit dem Moped auf Weg ins Gym. Und wir sehen uns dann gleich wieder natürlich. Wetter ist heute wieder mal richtig, richtig gut. Deshalb wird das Moped ausgepackt. Fahrt ins Gym und ich würde sagen, wir sehen uns dann dort wieder. So, aufgewärmt bin ich. Jetzt ist langsam Zeit für den Arbeitssatz und zwar 115 Kilo sind drauf auf der Schrägbank. 3x8 sind geplant. Mal schauen, ob es durchführbar ist. Bin mir nicht ganz sicher, weil ich letztes Mal erst eine Steigerung hatte. Also sogar von zwei ganzen Wiederholungen. Also wenn ich heute nochmal eine Steigerung schaffen sollte, wäre es auf jeden Fall schon ziemlich respektabel. Das letzte Mal habe ich 3x8 mit 112,5 geschafft. Wenn ich heute 3x8 mit 115 schaffe, wäre es natürlich umso geiler. Aber mal schauen, ob es das Ganze auch wird. Die ersten Sätze liefen schon mal ziemlich gut, zumindest bei Schrägbank drücken. Hab die 3x8 voll gemacht, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ich sehe aber gerade, die Qualität von der Kamera ist echt nicht das Feinste, also tut mir leid nochmal für die Einbußen im Video. Aber bald gibt es wieder die alte Cam, dann kommt wieder bessere Qualität. Und jetzt geht's weiter mit Rücken und Brust. You can tell me.
Der erste Satz, Schulterdruck gleich mal richtig verkackt. Dachte, ich schaffe nur den 12. Ging wohl auch nicht, aber es war nicht schlimm. Hat sich trotzdem eigentlich relativ gut angefühlt. Viele sagen einfach, dass ich nicht ganz runtergehe. Ich gab es nur bis 90 Grad zumindest. Vielleicht ein bisschen tiefer. Aber so fühlt sich's einfach am besten für mich an. Ich spüre die Schulter mega und kann mich gut steigern. Wieder zu Hause vom Training. Ich muss sagen, ist eigentlich ganz gut gelaufen. Jetzt nicht übertrieben gut, konnte mich in ein paar Übungen zumindest steigern. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Snack und zwar wie immer Laugenbrötchen. Hier einmal mit Marmelade, hier einmal mit Cottage Cheese und Käse, damit ich ein bisschen was drin habe und dann so in. Hoppla. Dann so in. Alter. Dann so in 2 Stunden gibt es nochmal Lachs mit Reis und schön ordentlich Gemüse. Die erste Portion von 2 ist angerichtet und zwar sind beide sowieso gleich groß. Insgesamt sind es dann 200 Gramm, 133 Gramm ungekochter Reis, also um die 400 Gramm gekocht, 350 Gramm Lachs circa und um die 500 Gramm Gemüse. Ich hau jetzt mal rein und wir sehen uns gleich wieder. Als letzten Snack für heute gibt es erstmal 20 Gramm Whey, 20 bis 30 Gramm, weil ich nicht mehr so viel Eiweiß brauche, mit ungefähr 10 Gramm Kreatin und hier natürlich Müsli darf nie fehlen, Cineminis, Cornflakes und fette Milch. Damit die Kalorien auch nicht reinkommen, bin ich glaube ich so bei 3700-3800 Kalorien circa. Habe es ein bisschen erhöht in letzter Zeit, damit auch nicht was weitergeht und ich noch ein bisschen Masse dazu packe, bevor es in die Diät geht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt gerne ein Like. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es einen Kommentar mit vielleicht Challenge-Ideen für die Zukunft. Und natürlich mich abonnieren auf YouTube und auf Instagram. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.